Heute ist es endlich soweit. Der erste der Götterskins ist draußen. Wir werden heute Tick direkt freischalten und ihn auf 750 Trophäen pushen. Eines der besten Skins im Spiel. Und dazu sind wir auf dem Rang 25 Account und werden zum allerersten Mal einen legendären Brawler ziehen. Und wie er Tick spielt und wie sich der Skin auch spielen wird, werdet ihr heute sehen. Viel Spaß! Okay, passt auf. Wir gehen in den neuen... Der Hintergrund ist schon mal übel nice, der neue, muss ich sagen. Boah, mit den Blitzen und jetzt hier. Zack, Shop. Passt auf. Wir haben erstmal ein Gratis-Spray. Hä, wo das denn? Brosch. Und jetzt, was ist das denn? Einfach, was ist denn aktuell? Irgendwas in China? Ich glaube, es ist der zweijährige Release von Brawl Stars. Wir kriegen irgendwas in der chinesischen Schrift. 500 Münzen, 250 Bling. Wir sehen erstmal hier, 500 Münzen, 250 Bling, Chroma Credits und noch Credits. Hä? Übel geil. Unbedingt abholen im Spiel. Das ist schon mal ein super Start und schaut euch diese Pakete an. Erstmal noch ein bisschen nach rechts swipen. Wir sehen nämlich schon hier Hermes Max. Ist auch drin mit ein paar Pins. Ist cool. Aber jetzt hier, da sehen wir es schon. Da sehen wir es schon. Der neue Brawler, neuer Brawler-Tick. Der ist nicht neu, aber zusammen mit dem Spray, dem Icon und dem Skin. WTF. Wie geil ist das Angebot, bitte. Okay, würde ich sagen, wir swipen wieder nach rechts hier. Wir brauchen mit Gems. Das heißt, wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, diese Folgen sind super aufwendig und teuer natürlich, also vor allem teuer. Das heißt, wenn ihr mich supporten wollt mit Creator-Code Jonas im Shop, supportet mich völlig kostenlos und ist ein geiler Support. Vielen Dank. Und wir kaufen uns 2000 Gems, um die heutige Folge zu ermöglichen. 120 Euro, eine Güte. Let's go. Kauf war erfolgreich, 2000 Gems sind gekauft und damit gehen wir rüber. Okay, ich würde sagen, haben wir irgendeine Möglichkeit, Tick freizuschalten? Ich glaube nicht, aber dafür kriegen wir heute vielleicht Crow. Das wäre richtig krank, wenn wir heute Crow kriegen würden. Da fehlen nicht mehr so viele Marken. Nee, hier würde Tick kommen. Das passt nicht so ganz. Oh, wir kriegen aber Credits bei 5000. Auch geil, okay. Auf geht's. Da ist es. 239 Gems. Wir kaufen. Let's go. Und wir kriegen direkt Tick als neuen Brawler erstmal. 7 von 10. Auch die neue Beschreibung. Tick ist eine unkontrollierte, spannungsgeladene Metallkugel voller Energie. Explosiver Energie. Er wirft Minen. Bei seinem Superskill trennt sich sein Kopf von seinem Körper, sucht sich ein Ziel und explodiert. Hey, die Beschreibung ist ja komplett beschreibend einfach. Ist halt nicht so mit irgendwelchen Insidern, sondern einfach nur die Beschreibung. Dann haben wir hier Cerberus Tick. Junge, der Skin ist so geil. Ich bin ein bisschen im Weg. Da. Yo! Hier ist ein Arschzeug. Geiler Skin auf jeden Fall. Sehr, sehr geiler Skin. Mit diesen beiden Köpfen. Vielleicht einer der besten Animationen auch im Spiel. Wahnsinn. Das ist der Pin. Der ist auch nice. Und Spray auch noch. Stimmt, und Spieler-Icon, oder? Und es stimmt, das Ding ist... Oh mein Gott, stopp mal kurz. Okay, das ist Sekunde, das müssen wir erstmal mitnehmen. Das ist so wichtig. Wir kriegen noch Münzen und Powerpunkte-Angebote. Direkt obendrauf. Danke, Supercell. Gut mitgedacht. Das machen die absichtlich, dass wenn man den Skin kauft, dann sowas bekommt direkt. Wichtiger ist also das hier. Wir haben die neue Seltenheit mythisch. Da sehen wir es. Es ist aktuell ein Skin. Da werden in Zukunft bestimmt haufenweise dazu kommen. Ich meine, episch haben wir 100, nee, okay, 73. Aber auch legendäre haben wir 12. Erst einen einzigen mythischen. Und die beiden anderen Skins kommen noch. Da sind wir drauf. Okay, Tick. Power Level 1, ihr kennt das Ganze. Nee, wir brauchen noch Powerpunkte wieder. Wo sind die? Okay, haben wir vielleicht Clubcoins? Lol, wir haben wirklich Clubcoins. Ich habe noch gar nicht mitgespielt. Hä, wie nice. Dann holen wir uns von den Clubcoins einfach mal Münzen. So, Münzen. Okay, da können wir nochmal Powerpunkte, 160 und Chroma Credits. Ich glaube, sonst haben wir jetzt leider nichts. Haben wir noch irgendwelche coolen Credits? Oh, lol. Okay, also, wir haben jetzt folgende Idee. Wir gehen auf Stufe 30 im Brawl Pass. Die Season dauert ja gar nicht mehr so lange. Wir werden jetzt nicht den ganzen Pass aufjammen, aber einfach mal so bis Stufe 30. Und da kriegen wir eine ganze Menge. Dann können wir vielleicht auch heute Crow... Passt auf. Vor allem haben wir Maisie. Komm, Maisie müssen wir noch mitnehmen. Extra hier fürs Video. Komm, okay. Das ist schon mal nice. Dann haben wir direkt einen neuen Brawler nochmal. Maisie freigeschaltet durch den Brawl Pass. Pop, pop, pop. War das nur Popcorn oder waren es doch eher die besiegten Feinde? Das meine ich halt. Das ist wieder so ein loster Text im Vergleich, aber irgendwie auch witzig. Wir machen Leon Spray auch. Nice, nehmen wir mit. Gems, immer gut. Dankeschön. Wir sammeln zuerst mal die Münzen an, die Powerpunkte. Und hoffentlich kriegen wir dann auch genug. So 4000 müssen wir vor... Ja, 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 sehr gut. Dann müssen wir nämlich hoffentlich nicht mehr nachkaufen. Das ist nämlich günstiger, als wenn wir irgendwie die aufjammen müssen, denke ich. Kriegen wir guten Value raus. Ja, genügend Powerpunkte schon mal. Und jetzt kriegen wir noch Crow vielleicht? Da hätten wir schon mal einen legendären hier. Ist das der erste legendäre für den Account? Ja! Der erste legendäre Brawler für den Account. Nein, oder? Kriegen wir Crow? Mal jetzt hier. Das könnten wir... Oh, es reicht noch, glaube ich, nicht ganz. Oh, shit. Vielleicht kriegen wir heute den allerersten legendären.
werden ja noch eine Menge Quests erledigen. Da gibt es auch wieder Credits und natürlich Trophäenpfad. Sehr geil. Also, wie immer, Power Level 1. Wir haben 46 Schaden, 2200 Trefferpunkte. Auf geht's. 1, 2, 3, 4. Okay, Level 6, so rum. 7, 8, 9, 10 und Power Level 11. Und damit haben wir 960 Schaden und 3300 Leben. Das ist immer noch sehr, sehr wenig. Ich glaube, das ist das wenigste Leben so ziemlich im Spiel. Aber es ist trotzdem nice. Auf geht's. Ihr wisst, wie es läuft. Lasst erstmal kurz den Pin nochmal austauschen, dass wir den auch drin haben, den coolen. Und auch das Spray. Ja, hey, das ist cool. Das sieht gar nicht aus wie Tick sogar. Sieht eher aus wie Phoenix. Wie der Phoenix aus Clash Royale, finde ich so ein bisschen. Okay, das allererste Gadget, relativ einfach, ist Minenmanie. Damit feuern wir 6 Minen ab. Also doppelt so viel wie sonst. Wir können Ultra rein spammen. Nein, die Münzen gehen uns jetzt schon aus. Was ist das denn? Hä? Was ob? Okay, wir kommen nicht anders an Münzen. Wir müssen sie jetzt schon mit Gems kaufen. Das wird's echt. Es wird wieder so dumm teuer werden. Egal. Wir haben gut geölt. Wenn wir keinen Schaden bekommen und nicht angreifen, können wir 2 Sekunden schon früher healen. Das ist ultra krass, also können wir doppelt so schnell healen wie andere. Also doppelt so früh fangen wir an. Statt 4 oder 5 Sekunden müssen wir dann nur 3 oder 2 Sekunden warten. Okay, let's go. Oh mein Gott, das ist direkt ein Dynamike. Komm, wir sind völlig überlevelt. Verpiss dich. Er hatte keine Chance. Direkt mal das Gadget kurz zeigen. So, jetzt haben wir 6 Minen. Passt auf. Ja, er ist schon tot, aber schaut euch das an. Der hat auch gar keinen Bock, zum Cube hinzulaufen. Ey, was machen die denn alle? Laufen hier gegen mich. Jawoll! Ihr seht auch, Tick wurde überarbeitet. Ne? Wenn wir hier nah angreifen, dann sind die Angriffe auf einem Fleck. Also am besten hier zwei Kisten zum Beispiel hier schön nah ranlaufen. Dann trefft ihr. Und auf Distanz sind die weiter auseinander. Na, ihr seht es hier. So sieht das Ganze aus. Da müsst ihr auch drauf achten. Junge, Tick wird so viel Spaß machen. Ich liebe den. Es ist kacke, gegen Tick zu spielen. Aber Tick selber zu spielen. Ah, Tick macht übel Bock, finde ich. Okay, jetzt passt auf die Fighten da. Zack. Ah, ah. Ey, lass uns den letzten einfach finden. Mit dem Kopf. So, hier. Ist der One-Shot vielleicht sogar? Wo ist er? Was ist es? Da ist noch ein Cube auf dem Weg. Da ist ein Jackie. Hallo. Jetzt. Seht ihr das? So, wir haben Schaden bekommen. Wir healen fast instant. Das ist krank. Aber es ist egal. Habt ihr es gesehen? Also die Star-Power ist einer der besten im Spiel. Ultra gut. Erster Win. Tick wird eine Menge Spaß machen. Ihr seht das schon. Sehr geil. So, und jetzt ganz wichtig, wir haben tatsächlich genügend Chroma-Credits für den nächsten chromatischen Brawler. Das ist die große Frage. Gale, Colette, Lou, Ruffs, Bell, Buzz, Ash, Fang, Eve, Jeanette, Sam. Wir können ja alle kaufen. Oder Mandy. Okay, große Auswahl. Ihr könnt ganz schön mal überlegen, was wir nächstes Mal nehmen sollen unter diesem Video. Ansonsten würde ich gerne sowas wie Fang vielleicht nehmen oder es sind viele gute Brawler. Aber die meisten wollten jetzt Buzz sehen. Das ist der 3. Brawler schon heute. Und wenn wir noch Crow kriegen, wir noch einen 4. und noch einen legendären. Ja, das ist übel geil, der Fortschritt heute. Okay, dann lass mal hier das 2. Gadget kaufen. Also, wir müssen leider Münzen kaufen. Ich hasse es, aber egal, ist halt teuer, ne? Egal. Wir haben das Gadget Notfallschalter. Für 1 Sekunde haben wir ein Schild von 50%. Also wir können nur die Hälfte an Schaden kassieren. Und danach explodiert noch das Schild, knockt alle zurück und macht 1000 Schaden. Die 2. Star-Power ist Spam pur. Damit können wir 9% schneller nachladen. Also wir können einfach schneller den nächsten Schuss abgeben und so mehr rein spammen. Okay, let's go. Die 2. Fähigkeit, da ist direkt ein anderer Tick. Was? Der hat mehr Leben. Der ist auch Power 11. Was? Der läuft auch noch ziemlich gut. Was ist denn jetzt los? Kommt denn der jetzt hier aus welcher Ecke? Egal, wir haben gekillt. Hä? Wieso ist der auch Power 11? Auf 0 Trophäen. Also wenn euch jemand nachläuft, müsst ihr einfach die Minen so hinwerfen, ne? Also nicht direkt drauf, sondern so ein bisschen hinter euch einfach diesen Laufweg. Ihr müsst im Grunde genommen mit Tick vor allem den Laufweg predikten, also wo die Gegner hinlaufen werden. Als Bullets als Beispiel mit weglaufen. Ja, okay. Da ihr keine Chance mit dem Kopf. So, jetzt sind wir schon in Showdown. Also man sieht, finde ich, die Star-Power gar nicht mal so krass mit dem Nachladen. Ich kann mal den Schalter kurz zeigen. Passt auf, wir gehen rein. Habt ihr gesehen? Ja, war jetzt nicht so krass, aber kann er eben vor allem gegen Nahkämpfer extrem hilfreich sein, um wegzumorken. Das ist so krass, schaut sich an, der Spam. Jetzt hier, aber wieder predicten, wo er hinläuft, aber er läuft leider in... Junge, wo läuft der hin? Ja, Problem bei Tick ist auf jeden Fall ein bisschen, dass es halt schwierig ist, Tanks down zu kriegen, aber gerade in 3 vs. 3, ist halt kein Solo-Brawler, aber in 3 vs. 3 unfassbar stark, gerade wenn ihr gut trefft und immer wieder den Kopf rausholt. Und jetzt haben wir gewonnen. Alter, das hat lange gedauert gegen den Boxer, ne? Aber okay. Let's go, das heißt, 20 Trophäen, sehr nice. Okay, die ersten 20 Trophäen. Jetzt geht's los. Wir haben zum ersten Mal den Skin. Einen der krassesten Skins im Spiel. Das ist einfach sein Arsch, ne, da hinten. Oder? Nee, ist es nicht. Achso, sorry, ich gedacht. Egal, er liegt nur so seitlich. Wir brauchen noch Gears. Okay, passt auf. Wieder was gelernt. Die Gears, die besten laut Pros, sind zum einen das hier. Das mythische Gear. Oh, 216 Gems sind so teuer. Da kriegen wir 1000 HP für den Kopf. Das ist dann noch schwerer zu töten für die Gegner. Und das Krasse ist, ihr nehmt das Heal-Gear einfach. Wieso? Weil Tick sehr schnell anfängt zu healen
Und mit diesem Gear kriegen wir nochmal 50% Heilungsbonus. Das ist eigentlich super smart. Ich bin mal gespannt, habe ich noch nie probiert. Klingt krass. Let's go. Oh mein Gott, das ist die Map, hä? Oh mein Gott, das Skin ist so geil. Schaut ihn euch an. Zum ersten Mal Cerberus Tick. Wir sind im Hotdog-Modus, also wir dürfen hier keinen Schaden kriegen. Aber da ist Tick ja eigentlich ziemlich nice. Aber schaut euch die Animation an. Alter. Diesen Flammen. Ist das ein geiler Skin. Okay, auf geht's. Jetzt hier nicht verkacken. Wir konzentrieren uns. Da oben ist ein 8-Bit. Am besten hier schon mal schön einfach draufhauen. Seht ihr das? Jawoll, der erste ist weg. Und das Geile ist, wir können jetzt halt immer den schönen Cube hier auch snacken. Dann haben wir schon mal einen Hotdog auch mal in unserer Nähe. Ist gut. Da ist ein Rico. Der will jetzt an den Hotdog irgendwie ran oder so. Keine Ahnung, was sein Plan ist. Aber da muss man halt schön predikten, wo er hinläuft. Seht ihr das? Und der erste Kill. So. Und jetzt ist halt das Geile. Am besten einen Tickkopf eher aufheben, wenn ihr nicht wisst, gegen wen ihr spielt. Gegen Distanzkämpfer oder auch andere Werfer könnt ihr den einsetzen. Aber gegen Nahkämpfer, gerade gegen Mortis, solltet ihr euch immer den Kopf am besten aufheben zur Sicherheit. Deswegen werden wir jetzt hier nicht reinwerfen. Das ist ein Gas. Okay, jetzt warten wir ab. Let's go. Und ich habe nicht gesehen, was der da ist. Was ist das? Ich sehe es nicht. Ah, scheiß drauf, wir werfen jetzt den Kopf. So sieht der Kopf aus mit einer Flammenanimation. Ich will jetzt wissen, wer unser Gegner ist. Ganz einfach. So. Das ist Nita. Okay, gegen Nita können wir sowieso rein spammen. Wir dürfen ja eh nicht in den Nahkampf hier lassen. Wunderbar. Der kann hier eh nicht gut rankommen. Ah, jawoll. 11 Cubes, auch gewonnen. Wunderbar. Schaut es euch an. Und damit seht ihr die ersten 30 Trophäen. Tick ist geil. Und jetzt geht's erst richtig los. Denn jetzt geht's in 3 USS 3. Okay, ganz wichtig noch die Star Power. Ich würde auf jeden Fall die erste Star Power immer nehmen. Die ist besser. Und Gadget, wenn ihr weiter unten seid, am besten das erste Gadget, wenn ihr sowieso reinspammen wollt. Aber besser ist auf jeden Fall das zweite. Aber da wir jetzt eh unten sind, nehmen wir das erste mit dem reinspammen. Wird eh witzig werden. Okay, die aller... Ah, was? Was war das denn? Ich bin instant tot gewesen. Okay, wir führen 1-0. Ich muss ein bisschen... Ich konnte auch nichts machen, gefühlt. Ich muss direkt zurücklaufen irgendwie. So, jetzt hier direkt... Oh, die Minen. Habt ihr es gesehen? Okay, sehr gut. Aber das war eine sehr wilde erste Runde schon mal. Aber am besten immer einen Hank in die Lobby nehmen heute. Stimmt. Hank ist aktuell der beste Brawler im Spiel mit Abstand. Auch wenn Tick natürlich gut zum Spam geeignet ist, ist Tick kein Brawler, mit dem ihr Auto-Aim solltet oder reinspammen solltet. Da die Minen von Tick nicht zu dodgen sind, so leicht, als es 3 Stück sind und ihr auch innerhalb von 3 Angriffen 9 Minen aufs Feld bringen könnt, ist es eben gerade ultra, ultra wichtig, wohin ihr die aimt. Dass ihr auch euren Kopf so schnell es geht kriegt. Also, ihr seht es hier, ne? Ich habe erst hier so in die Mitte gezielt, jetzt hier schön Rückwärtsbewegung schön abfangen. Und dann haben wir das schön. Ihr seht das hier. Bin auch nicht der beste Tick-Spieler, ne? Aber in Powerliga pick ich Tick schon sehr gerne und gewinne auch mal. Was habe ich den Kopf noch besetzt? Nicht aufgepasst. So, hier wieder dasselbe. Schön hier die Mitte zumachen. Jetzt gehen wir nach außen. Jetzt hier außen zumachen. Schön weg vom, wie heißt der? Otis laufen. Den Kopf können wir einsetzen. Wir spielen eh gegen keine Nahkämpfer. Den haben wir auch. Ja, ihr seht schon. Also, Tick kann man schon eine ganze Menge rausholen. Muss halt nur drauf achten, was man macht. Ihr findet ihn ins... Oh, da ist der neue Loading Screen. Hab ich noch gar nicht gesehen. Nochmal. Da. Ja, der ist geil. 5000 Trophäen erreicht. Oh, nice. Oh, sehr, sehr geil. Okay, was sehen wir es? 240 Credits. Wir kriegen heute Crow. Es reicht. Okay, uns fehlen noch 315 Credits. Wir kriegen hier 300. Wir kriegen heute am Ende Crow. Safe. Geil. 95% sagen, ich brauche länger als 2,5 Stunden. Warum? Wir waren letztes Mal unter 2,5 Stunden und heute tippen 95% auf über 2,5 Stunden. Wahrscheinlich wegen der langen Wartezeit zwischendrin, ne? Also es ist eigentlich free dagegen zu tippen, sage ich. Ich meine, es ist halt hohe Belohnung. Ich meine, ihr müsst überlegen, die 95% der Punkte teilen sich auf die 5% auf. Eigentlich... Oh, wir haben Rang 10 erreicht. Kacke, ich hätte es eigentlich kommentieren müssen. Ja, super. Gut gemacht mal wieder. Let's go. Ungefähr eine halbe Stunde pushen wir schon. Jetzt haben wir das entscheidende Spiel für 200... Was? Luke ist gestorben. Schlecht. So ein Hank. Aber wir scoren sehr gut. Das entscheidende Game für 200 Trophäen. Wir pushen wieder schön rein. Oh, Junge, der Flächenschaden haut so rein. Schaut euch an. T-Kopf dazu. Oh, yo, das ging richtig schnell. 20 Sekunden. Und wir haben die 500... die 200 Trophäen. Sehr gut. Entscheidende Runde für Tick auf 300 Trophäen. Oh je. Schaffen wir das? Problem ist, Solo ist Tick halt übel kacke, ne? Das wird nicht gerade leicht werden. Am besten, dass wir die Box hier mitnehmen. Oh je, da kommt schon eine Ems. Aber alles... Oh nein, ich muss rausjumpen. Schnell, 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 schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe auch das falsche Gadget aktiviert. Kacke. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wir machen am besten den Play. Oh nein, das ist so kacke für uns. Das ist... Ohne Witz, das ist richtig schlecht für uns.
Vor allem, wenn wir nicht das richtige Gadget ausgerüstet haben. Macht es nochmal schwieriger. Der macht so Auge auf uns. Seht ihr das? Okay, wir haben getroffen. Sehr gut. Wir heben uns am besten den Tickkopf auf. Oh mein Gott. Der Typ ist so ein Asozialer, ne? Seht ihr das? Das ist insane. Junge! Was war das denn? Wie schlecht. Er musste normalerweise easy gewinnen gegen uns. Oh mein Gott. Geil. Oh, aufpassen. Ja, ist schwierige Angelegenheit trotzdem. Aber schön den Kopf auch aufgehoben. Der war schon tot, bevor er angekommen ist. Oh shit, der Nächste. Oh mein Gott, schaut euch die Leute an, Alter. Schaut sie euch an. So billig. Ich hätte noch killen müssen. Ist auch noch Kackfliege auf meinem Gesicht. Was hast du denn jetzt? Sehr gut. Wir müssen am besten so schnell es geht die nächste Ult kriegen. Es ist nur noch Jackie. Oh mein Gott. Shelly. Nur noch Shelly. Okay. Wir müssen es irgendwie Platz 1 schaffen. Ey, das ist so... Oh, die sniped uns ab, leider. Ja, macht sie gut. Macht sie gut. Schade. Ja. Egal. Ist in Ordnung. Platz 2 mit Tick. Falsches Gadget ausgerüstet. Aber egal. Wir sind genau auf 302 Trophäen. Und damit geht es weiter. Oh, wir haben die Mastery geschafft. Hatten wir nicht. Ist die erste? Ah, wir hatten die erste irgendwie übersehen. Münzen und Powerpunkte. Cool. Okay, Gadget auf jeden Fall wechseln. Ist Zeit. Auf jeden Fall. Auf geht's. Entscheidende Runde für 5er Trophäen. Oh je, Solo mit Tick auf der Map. Ja, ich weiß, ist sehr special, aber ich will es schaffen. Ich will es unbedingt schaffen. Okay. Wir haben einen Cube schon mal. Wir haben auch das richtige Gadget diesmal aktiviert, auch wichtig. So ein bisschen die Ult vielleicht auch aufladen. Der läuft weg. Okay, Edgar, oh je. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Ich probiere vielleicht hier ein bisschen reinzuschießen und vielleicht... Oh, das ist gut, das ist gut. Den lassen wir jetzt am besten gar nicht hier raus. Sehr schön, genau. Wieso stirbt der nicht? Wo ist der Gegner hin? Mann. Los, es ist da oben nur eine Bell. Oh je, sind wir vielleicht ein Problem. Ne, die geht weg, sehr gut. Können wir uns eigentlich gut aufhalten in dem Bereich jetzt. Wo ist die Bell dort? Bell ist tot, die ist in die Shelly reingelaufen. Oh, also da ist... Ich glaube, wir müssen Top 2 werden. Wird fast unmöglich. Oh mein Gott, Sekunde. Das sind Energies auf der... Ah, ne, das sind Hotdogs, stimmt ja. Ah, die können ja nicht healen, stimmt. Die können ja nicht healen, die Gegner. Boah, ey, gut, dass sie nicht healen kann. Sonst hätten wir gar keine Chance. Ist da gerade ein Mortis in eine Shelly reingelaufen? Was? Ey, wir können die Cubes eventuell beschützen sogar. Boah, shit, da unten ist noch der Edgar. Hopp. Wir müssen ihn finishen. Wir müssen jetzt finishen. Ja! Ist das geil. Ist das geil. Okay, konzentrieren. Mit dem Snipe-Gadget jetzt an, aufpassen. Kann nicht healen. Chippen die jetzt schön runter. Schön runterchippen. Schön weg. So, zack. Leider hat die überlebt, egal. Wir können das gewinnen sogar als Tick. Passt auf. Wieso healt die denn? Star Power wahrscheinlich, ne? Ja, shit, das hat er. Die ist halt schneller als wir, der Star Power. Ja gut, kann man verlieren. 14 Cubes. Wir haben es genau geschafft. 5er Trophäen. Auf geht's. Konzentration. Wir sind jetzt in 1,5 Stunden im entscheidenden Match. Oh je, Mortis. Bis 600 Trophäen. Mal schauen, wie es laufen wird. Hier schön die Tick-Minen hinplatzieren. Edgar kann eigentlich wenig machen. So. Damit fehlt uns ein einziges Tor für 600 Trophäen. Komm. Ja, Mortis wird ein bisschen nerven. Er kann eigentlich wenig machen. Wir setzen den Kopf sogar ein, um einfach jetzt hier Druck zu machen. Normalerweise am besten eher aufheben gegen Tanks. Aber in dem Fall, wir sehen es schon. Ist es egal, weil wir sowieso gewinnen. 2-0. Und damit sind wir bei 600... Oh, wir sind Starspieler nochmal. Wichtig. 600 Trophäen. Und wir gehen jetzt in die anderen Modi rein. Wir starten endlich jetzt mit Juwelenjagd. Denn in allen anderen Modi ist Tick eigentlich besser als in Robber. Ich habe eine Mastery abgeschlossen. Ja, Credits. Oh mein Gott, wir haben Crow fast geschafft. Wir werden heute Crow freischalten. Let's go. Wir sind im Gem Grab. Also in Juwelenjagd. Allgemein ist Tick da auf jeden Fall schon mal besser als in Brawler. Ihr seht hier, man kann eben sehr gut vor allem die Juwelen abdecken. Und ja. Wäre jetzt nicht unbedingt der erste Pick für Juwelenjagd, sondern eher halt für andere Modi. Aber wir schauen mal, wie es hier laufen wird. Let's go. Genau, sehr wichtig. Wir sehen jetzt, ich bin ein bisschen dumm gewesen. Jetzt müssen wir beide überleben, weil er ja keine 10 Gems hat, dummerweise. Aber das wird sich gleich ändern. Da ist er unsichtbar. Hier schön mal predicten. Ja, das lief sehr gut. Juwelenjagd-Runde gewonnen. Oh, aufpassen. So. Und es schaut auf die Sets. Anders als in Brawler müsste es Tick deutlich besser nochmal sein. Mal schauen. 5-0. Aber Lugger auch sehr stark. Wir gehen rein in Knockout und da ist Tick wirklich krass. Das Ding ist einfach... Wow, okay, das ist erst schon mal down. Ihr müsst aber aufpassen, dass ihr nicht von der Piper gesniped werdet. Schon mal, genau. Man kann halt sehr gut defensiv bleiben, hinter Kisten bleiben. Und die Kills sind halt so entscheidend. Und das Ding ist, ihr könnt halt vor allem so gut vorsichtig mit Tick spielen. Und sobald einer tot ist, ist es halt vorbei. Und das ist halt perfekt für Tick. Aber wir liegen hier schon mal nicht vorne.
ist gar nicht mal so optimal. Am besten auch so schnell es geht den Kopf kriegen. Nicht zu offensiv dürfen wir halt auch gehen. Und vor allem vielleicht auch hier unseren Mate supporten. Das wäre ultra wichtig, dass die jetzt hier nicht raus... Ach, der Gegner da. So, zack, das war's. Hey, was hat der gedacht? Hey, wie lost? Okay, wir müssen aufpassen. Ich weiß nicht, welches Gadget Paradox aktiviert hat. Oh, da ist der Jump. Jetzt die Minen gut platziert. Ja, wunderbar. Okay, jetzt ganz wichtig, den Kopf auf jeden Fall aufheben, wenn er gegen zum Beispiel Edgar oder Mortis spielt. Also gegen irgendeinen Nahkämpfer wieder. Ne? Ganz, ganz wichtig. Warum? Weil, ja, die dann halt im Nahkampf nichts machen können. Und ja, hier, Edgar ist weg. Also können wir jetzt reingehen mit unserem... Oh, ich bin dumm. Mit unserem Kopf. Natürlich trotzdem ein bisschen aufpassen. Und dann kann der Kopf gut Druck machen. Also gegen Distanzkämpfer oder gegen andere Werfer den Kopf immer schön setzen. Und so läuft das Ganze hier wunderbar. So, jetzt aber spannend. Kopfgeldjagd. Da ist Tick gerade auf dieser Map einer der besten Picks. Auf dieser Map habe ich auch Rang 35 gepusht, meinen allerersten Brawler. Und Tick ist sehr stark, gerade wegen den ganzen Büschen, die er aufdecken kann. Wichtig ist nur Folgendes, ich würde eigentlich noch ein anderes Gear nehmen normalerweise. Machen wir jetzt nicht. Am besten Speed-Gear würde ich euch empfehlen, wegen den Büschen. Und vielleicht sogar das Sicht-Gear. Damit können wir Gegner enthüllen. Okay, damit geht's los. Wie ihr seht, auch direkt einen Tick auch als Gegner. Was ich euch empfehlen würde, fokussiere ich immer am besten auf die Gegner mit am wenigsten Leben mit Tick. Ganz wichtig, ne, weil Tanks kriegt ihr sehr schwer down. Aber so Distanzkämpfer, andere Werfer könnt ihr richtig krass ärgern. Hier vor allem schön die Wände, die Wege auch zumachen, schön zurückdrängen, die können nichts machen. Ihr seht das hier, das ist der absolute Wahnsinn. Nächster Kopf wieder so ein bisschen nach hinten gesetzt, um Druck aufzubauen. Was soll ich sagen? Ihr seht es. Krank. Einfach nur krank. Die können nichts machen, die werden total zu in die Ecke gedrängt. Seht euch das an. Alle drei gestorben. Nächster Kopf. Und dann sieht man auch, ne? Das ist, wenn Tick auf einer wirklichen Map spielt, wo er wirklich stark ist. Schaut es euch an einfach. Das ist der absolute Wahnsinn. Immer auf die Sets am Ende gespannt, die wir hinkriegen werden. Das ist so verrückt. Schaut es euch an, was Tick hier macht. Schön hier drauf. Ey, wir können nicht mal... Ansatzweise können wir sterben. Keine Chance für die Gegner. Wahnsinn. Schaut es euch an. Und... Geht sogar. 4-0, aber höchster Schaden. Ihr habt's ja gesehen, wie dominant das war. Und das nur in so einer kurzen Runde von einer Minute oder so. Damit Tick einfach wild. 7 Trophäen übrigens auch erreicht. Geil. Sehr, sehr geil. Okay. Richtig. Ist das geil. Jetzt hier den Kopf wieder aufbewahren. Am besten auch safe immer. Ja, komm nochmal. Ja. Schaut euch die Stats an. Schaut euch die Stats an. 5-0. 40.000 Damage. Crazy. Auch noch ein paar Quests. Auch geil. Okay, Konzentration. Wir sind in der entscheidenden Phase jetzt für 750 mit Tick. Duoshot on Tick ist sogar eigentlich ziemlich nice. Wegen der Range und weil er auch gut reinspammen kann mit dem Kopf und so weiter. Duoshot on ist Tick sogar echt gut. Vor allem in Kombi mit Max ist er ziemlich meta. Auch hier Dynamite können wir outrangen, wie ihr seht. Er hat eine kranke Range. Also, es müsste eigentlich gut laufen hier. Auf geht's. Wir warten lieber ein bisschen ab. Oh nein Gott, Paradox nicht standen lassen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, er ist abgehauen, egal. Wo geht mein Kopf hin? Schönes Ding. Kann halt Piper schlecht hinlaufen. Ne? Piper ist halt schwierig hinzulaufen. Auch hier, ihr seht das hier. Wir können die Cubes einfach so gut abschirmen. Klar, da hätten sie es bekommen, aber er hätte auch gut dabei sterben können. Er ist gestorben. Das ist der Wahnsinn. Immer schön hinschießen, wo die Cubes liegen. Und jetzt können wir nicht perfekt den Kopf direkt in den Dynamite reinwerfen. Das hat perfekt geklappt. Sehr gut. Zack, die wird jetzt wahrscheinlich reinjumpen. Wien schon mal draufwerfen. Let's go. Clean. Tick einfach geil. Ich hab's gesagt. Und 3-0. Sehr schön. Drei Siege noch. Hier schön einfach Stück für Stück vorausgehen. Es kann auch überall einen Werfer warten. Überall einen Dynamite, der euch stunt. Deswegen schön. Genau so. Okay. Drei Brawler noch. Da ist ein Chester. Das ist sehr gut für uns. Boah, der Stu ist halt das Problem jetzt. Stu ist gar nicht geil. Geben wir uns die Ult am besten auf. Da oben liegt noch ein Cube. Wo ist mein Mate? Weiß nicht, was ich... Wieso bin ich jetzt alleine? Das dürfte eigentlich nie passieren, dass ich alleine bin. Oh mein Gott. Nein, nicht auf ihn, auf den Falschen. Er hätte auf den Brock gehen müssen, wir sind nicht Top 2. Wieso ist Paradox weggelaufen? Ich kann mich alleine als Tick nicht wehren. Ich hab fast noch eine Double-Kill. Oh mein Gott, let's go. Ich glaube, wir haben es trotzdem gewonnen. Aber Leute, lasst euren Tick-Mate bitte nie alleine. Das ist ohne Witz wirklich gar nicht schlau. Ihr seht das auch, warum. Ich kann mich alleine überhaupt nicht wehren. Ich habe viel zu wenig Leben. Sehr gut. Jetzt den Kopf. Wir haben es gewonnen. Glück gehabt. Aber das wäre fast schiefgegangen, hä? Aber jetzt noch Platz 1. Ah, wird schwierig. Nehmen hier hin. Schön geaimt. Jawoll. Trotzdem noch gewonnen. Aber wieso war ich alleine? Sogar Starspieler. Nice. Wir brauchen noch 3 Games für 57 gerade. Ich probiere mir den Cube zu nehmen. Aber ich... Paradox, was machst du denn? Du musst nach unten gegen die Cubes holen. Genau. Nicht zu viel. Also, das ist ein ganz wichtiger Tipp von Snake. Nur auf Cubes gehen am Anfang. Weil, wenn ihr die. Wenn wir da zum Beispiel jetzt ewig gefightet hätten, hätten wir jetzt keine 3 Cubes. Und jetzt haben wir 3 Cubes und jetzt können wir anfangen zu fighten.
Oh. Okay, nächster Tipp. Schaut nicht in den Chat während der Runde. Das ist ein sehr wichtiger Tipp. Und passt auf. Ich habe den Busch wieder abgecheckt. Ich habe in den Chat geschaut. Sehr gut, Paradox. Okay, wir sind down, glaube ich. Eine Sekunde bin ich back. Eine Sekunde, eine Sekunde. Ich bin back. Ich bin back, aber ich bin tot. Ich bin tot. Ja, ich werde sterben. Shit. Mann, ich habe in den scheiß Chat geschaut und den Busch nicht mehr abgecheckt. Wenn wir jetzt gewinnen, sind wir in der vorentscheidenden Runde für 400 Trophäen. Doch dafür müssen wir jetzt erstmal gewinnen. Ja, was ist das denn jetzt direkt? Junge, wir kriegen keinen Cube und... Mann, wir haben auch nicht mal die Chance einzukriegen. Was ist das für ein dummer Start schon direkt? Okay, Mortis, Edgar, die beiden schlechtesten Brawler aktuell im Spiel so ziemlich in einem Team. Das ist ungefähr. Wobei, ungefährlich ist es nicht wirklich, weil Mortis uns schlecht gespielt. Uns eigentlich kontert, aber so natürlich nicht. Was machen wir am besten? Wir müssen eigentlich wirklich schauen, dass wir die gut weghalten. Die haben es voll auf uns abgesehen. Das ist halt so lucky wieder für die, ne? Wir haben einen Kill gemacht und haben trotzdem 3 Cubes weniger als die. Das ist so Showdown einfach. Überlegt mal. Jetzt können die uns deswegen pressuren, weil die einfach mehr Luck hatten. Okay, komm, wir brauchen... Wir wissen halt nicht immer noch, wie anderen Teams sind. Wir müssen echt aufpassen. Da ist Mortis. Gutes Brock Gadget. Wichtig. Das Gadget ist so wichtig einfach. 3 Teams am Leben. Das Edgar-Team ist raus. Oh, shit. Okay, das Team müssen wir auf jeden Fall von uns weghalten. Das Team weg von uns. Das Team weg von uns halten. Das heißt, schön rein spammen. Dass die einfach hier nicht zu uns hinlaufen können. Mich verarschen. Wieso? Geh weg. Er macht einfach gar nichts, der Hank. Shit, mein Mate ist tot. Gibt's nicht. Da ist Leon, da ist Leon, da ist Leon. Ist deine Kill gemacht, ich kotz. Ich hab ihn gefinisht. Let's go. Let's go. Eieiei, das ist eine gute Runde. Schaut sich an. Schaut sich an. Oh mein Gott. Let's go. Nix campen. Wir killen das 10er-Team. 3-0. Was eine geile Runde. Schaut sich an. Und noch die nächste Mastery geschafft. Wir gehen die letzte Runde. Wir sind in der entscheidenden Runde. Komm, jetzt mal mehr Glück als gerade eben. Aber dass wir die Runde gewonnen haben, seid ehrlich, war wirklich verdient. Ohne Cubes sind wir gestartet. Dann 1 gegen 3 oder so gewonnen. Gegen den 10er-Team und gegen das 4er-Team. Wir haben wieder nur einen Cube leider. Perfekt, egal. Ne, 2. Ah, schon mal besser. Ne, sogar einen dritten vielleicht gleich noch. Ist besser eben gerade. Sehr gut. Okay. Hier einfach in den Nahkampf. Oh, ist da noch ein Gegner? Ich sehe es nicht. Scheint zu strugglen gerade. Ja, da ist ein Dynamike. Den können wir jetzt weghalten. Das ist gut. Jetzt kommt noch... Ah, da kommt wieder so ein fetter Hank einfach. Das war so klar. Aber der ist Storm, oder? Ah, geht. Wir müssen nur Top 2 schaffen. Dann haben wir 750. Da jumpt er rein. Ah, Junge, Hank ist so... Hank, lieber aufpassen. Das ist einfach zu gefährlich. Das ist wirklich einfach zu gefährlich. Kann es einfach one-shotten halt irgendwie, ne? Die Cubes sind eh verbuggt mit Hank, glaube ich, ne? Ich habe gestern mit 8 Cubes irgendwie 20.000 Schaden gemacht. Hat gar keinen Sinn. Viel zu viel. Dann wird das 7-fach vom normalen Schaden gemacht mit Tank. Oh, der ist AFK. Der ist AFK. Ja, komm, 7 Cubes, Alter. Jetzt hier wieder würde ich sagen, nutzen wir das am besten... Oh, ne, wir können den Cube nehmen. Ich würde sagen, nutzen wir am besten aus und beschützen den Cube mit Schüssen. Das Ding ist, was will er machen? Was will er machen? Wir haben den Tickkopf. Er kann eigentlich nichts machen. Junge, diese Jessie ist so auf. Mann, diese dumme Jessie, Alter. Was will die von mir? Nur weil sie 14 Cubes hat, hat die eine Chance gegen mich. Ich meine, normalerweise haben wir ein gutes Matchup gegen Jessie. Ja, Edgar will es auch jetzt wissen, ne? Wisst ihr, was machen die denn? Okay, das war jetzt aber witzig, seid ehrlich. Das war jetzt wirklich witzig. Ist das dumm? Ist das dumm? Ulte, Ulte, mach irgendwas. Oh mein Gott, nein. Ich bin 8 Sekunden zurück, bitte. Nein, nein! Das gibt's nicht. So lächerlich, Alter. Mit 14 Cubes. Ich kill noch den Edgar. Ja, 2 Kisten. Sehr gut. Okay. Ich gehe direkt zur anderen Kiste. Das ist gut. Okay, komm, wir schaffen es jetzt. Also die Runde war wirklich. Ich kann sie kaum in Worte fassen. Die Runde, die war wirklich einfach nur dumm. Okay. Immer so schnell es geht zu den anderen Kisten laufen. Der Mate kann die Cubes nehmen. Und jetzt hier 3 Cubes. Schaffen wir, komm. Die Runde war. Ich war so lächerlich, ne? Also wirklich, sowas habe ich echt noch nicht oft erlebt. Und auch diese dummen Hanks mit 10 Cubes hier rumlaufen. Bro, das ist eh viel zu OP, der muss noch genervt werden. So, jetzt hier so. Gut, können wir jetzt hier Druck machen, genau, der ist schon mal weg. Jetzt hier schön diesen Crow weghalten. Der will nämlich jetzt unbedingt, die wollen jetzt beide unbedingt den Cube nehmen. Seht ihr das schon? Da jetzt hier perfekt ausnutzen, dass sie da hin wollen. Einfach schön hinschießen. So, der ist auch so gut wie down. Der Crow nervt mich halt hart, ne? Den müssen wir so ein bisschen weghalten. Der will unbedingt, ihr seht das, der will unbedingt den Cube nehmen. Jetzt hier. Muss ich jetzt einen Cube nehmen? Lass mir den Kopf noch dorthin. Oh shit, es kommt so ein Spike mit 6 Cubes. Den wollten wir auch gar nicht angreifen, egal. Okay, die sind weg am besten. Und die kriegen natürlich alle Cubes. Fair, natürlich, ne? Klar, ihr kriegt die Cubes. Fair.
Faire Aufteilung. Das wäre so typisch, ne? Hasse Showdown manchmal. Machen in die Richtung Druck, würde ich sagen, weil ich glaube, die sind gerade uns gefährlicher, wenn die jetzt noch Druck. Oh, hier. Ich muss ihm helfen. Wir werden jetzt halt von beiden Seiten angegriffen. Sind wir das Team mit den wenigsten Cubes, obwohl wir die Kills gemacht haben wieder. Das ist halt einfach Showdown. Und so schnell es geht, den nächsten Kopf. Es hat Crow die Ulti. Das ist für uns ganz problematisch. Nämlich gar nichts dagegen machen, wenn er die setzt. Ist da noch Spike? Kommt nicht. Okay. Wir können rausmoven. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Wahrscheinlich dort irgendwo. Ne, da auch nicht. Okay. Da ist Spike. Die können wir jetzt reinpreschern. Der ist so gut wie down. Einfach schön reinschießen. Der kann nichts machen. Der ist so gut wie down. Er ist kaum. Er muss down gehen. Das gibt's nicht. Gute Ult. Crow ist draufgejumpt. Komm. Was ist denn in den Runden los? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt. Komm. Der Kopf ist auch noch dabei. Wo sind die Gegner? Da ist er. 12. 12 Cubes. Beide 12, aber leider. Oh je, wird schwierig. Komm. Zu den ersten, bitte. Mate ist down. Oh shit, das war's wahrscheinlich. Mann, der ist so gut wie down gewesen. Ja, kann ich nichts machen, leider. Probier es wirklich, aber ich kann nichts machen hier. Das war's. Ich hab's probiert. Super knapp. Platz 2. Reicht's aus? Ja. Oh, es reicht aus. 750. Wahnsinn. Geiler Push mit Tick. 750 Trophäen erreicht. Wenn es euch gefallen. Nein. Wir haben den legendären Brawler noch. Okay, jetzt wird's spannend. Nix, wenn es euch gefallen hat. Jetzt kommt das Spannendste. Kommt jetzt noch. Maisie erstmal. Wir sollten Crowds freischalten. Wir sehen es gerade nochmal. 1066. Übel geil. Der erste legendäre Brawler auf dem Account. Hier. Münzen. Credits erstmal. Sehr geil. 1800 schon mal. Und die haben wir richtig freigeschaltet, die Credits, und nicht gekauft. Und passt auf. Wir haben nämlich noch den Pass. Den Pfad. Und es reicht aus. Wir schalten den ersten legendären Brawler für den Account frei. Let's go. Da ist er. Sehr, sehr, sehr geil. Da ist Crow. Der erste legendäre. Dieses rätselhafte Wesen ist eines Tages in der Stadt erschienen. Niemand wagt es mehr, ihn einen schrägen Vogel zu nennen. Dafür hat er gesorgt. Okay, sehr cool. Wir könnten auch zu Leon oder Crow wechseln, Spike wechseln, weil die meisten wollten. Crow, 50% Rabatt. Der nächste Brawler ist... Oh, coole Auswahl. 8-Bit, Rico oder Gus. Was wollt ihr, Chat? Was wollt ihr? Also aktuell am stärksten wäre Gus. Die meisten haben sich Rico gewünscht. Dann machen wir Rico. Let's go. 200 Credits. Und wir kriegen noch Powerpunkte und wir kriegen noch Münzen. Was ein geiler Push wieder. Wenn ihr mich supporten wollt, wie immer mit Creator Code Jonas im Shop, lasst gerne ein Abo da. Und im Abspann seht ihr noch, wie ich Hank auch auf 57 Trophäen gepusht habe. Und zum anderen, entweder die Boxen wieder zurück in Brawlers kommen werden. Oder zum anderen, warum die ganzen Brawlers-YouTuber aufhören, was meine Zukunft ist. Ciao.